Ach, ihr Lieben, ihr macht euch ja kein Bild, wie es hier aussieht. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Ausmist-Videos. Alle Produkte, die ihr hier seht, gehen mir auf den Keks und müssen raus. Sie sind alle neu oder nahezu neu, werden nach und nach auf Kleiderkreisel eingestellt. Falls ihr Interesse habt, schaut dort vorbei oder schreibt mir auf Instagram. Ich mache nicht lang rum, das Zeug muss weg. Ich lege direkt los mit einer Morphe-Palette mit der 35U. Die ist mir einfach viel zu groß. Das ist irgendeine Metallic Palette. Ich habe die ein- oder zweimal verwendet. Das ist hier so ein Riesenschiff hier. Verwende ich einfach nicht, mag ich nicht, nimmt Platz weg und muss gehen. Genauso wie die Urban Decay Naked 3 Palette, die verwende ich einfach viel zu selten, die nervt mich. Die muss auch gehen. Sorry, wenn es noch ein kleines bisschen wackelt. Es wird gleich besser, aber ich muss hier nebenbei etwas bauen. Was auch gehen muss, ist von Makeup Forever eine Artist Shadow Palette. Ich zeige die euch mal. Ich mag die einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ich verwende die einfach nie und deswegen muss die weg. Dann muss auch weg von Urban Decay die Spectrum Palette. Ich glaube, die heißt Spectrum. Das war die erste. Ja, Spectrum Palette. Die sieht so aus. Die mag ich nicht. Ich greife nie zu ihr. Die Verpackung ist super schön. Aber ja, ich greife einfach nie zu ihr. Dann muss auch weg. Was haben wir hier noch? Von Makeup Forever das HD, upsala, wie heißt das denn, High Definition Powder, haha, das ist die 4 Gramm Größe, das ist noch zu, das ist auch noch eingeschweißt, ich habe 2 Stück davon, ich kriege nicht mal das eine leer, deswegen muss das hier weg. Dann habe ich hier, wir machen das jetzt hier ganz random, dann habe ich hier von Essence die Light Up Your Face Luminizer Palette. Verwende ich nie, muss gehen. Dann müssen noch gehen diese 4 Dinger hier. Die waren in dieser ersten Ausgabe von diesem Design. So, ach, Deutsch ist schon eine schwere Sprache. Also, von Miss Lynn. Es gibt ja Bronzer und Blushes. Da gab es zuerst eine LE mit jeweils 2 Blushes und 2 Bronzern. Das sind die hier. Das ist einmal die Farbe You Make Me Blush. Und dann die Farbe Let Me Be Your Peach Babe. Mittlerweile gibt es ja davon, glaube ich, auch noch viel mehr. Und das sind die Bronzer Barbados Babe. Und Hi from Hawaii. Die sehen super süß aus, aber irgendwie nervt mich das. Ich finde eigentlich gar nicht, dass die süß aussehen. Ich finde, das sieht schrecklich aus. Ich mag das nicht. Weg. Dann habe ich hier diese 2 Herzchen von P2 aus der Just Dream Like LE. Das sind so Schimmer Blush Highlighters. Ja, mit denen habe ich mich letztes Mal schon sehr schwer getan, ob ich sie behalten soll oder nicht. Sie nehmen aber irgendwie Platz weg und ich nehme sie dann doch nicht, deswegen müssen sie weg. Da habe ich beide Farben. Dann, was auch weg muss, aus der P2 Blossom Stories LE, hier dieses Touch of Romance Powder Blush in der Farbe 010 Morning Glow, weil ich es auch nie verwende. Ich wiederhole mich heute, glaube ich, weil ich es halt nicht verwende. So, das hier, das habe ich mir zweimal gekauft. Ich Esel, Rival de Lubiang, Love You More. Das ist dieses, auch so ein Glowing Blush. Wieder dieselbe Geschichte wie gerade eben eigentlich. Das ist sogar noch zu. Da kommt's raus. Genau, dieses Teil, das war überall kaputt. Und ich hatte dann, glaube ich, Angst, dass mir das eine irgendwie kaputt geht, weil ich es runterschmeiße. Deswegen habe ich mir ein zweites. Na, ist ja auch egal. Dann, was für mich auch nicht funktionierte, das habe ich mir als Backup gekauft von Catrice, dieser, ja, ich glaube, ich muss nichts dazu sagen, wenn ihr euch ein bisschen auskennt in dem Bereich, sagt euch dieses Ding hier was, das ist, wie gesagt, mein Backup gewesen, ich kriege nicht mal den einen leer, weil er mich nervt. Dann habe ich von Technik einen Get Gorgeous
ein Bronze-Highlighting-Powder. Das habe ich mir mal bei Amazon bestellt, weil das irgendjemand gelobt hat. Aber wer diese irgendjemand war, weiß ich leider nicht mehr, weil sonst würde ich ihn jetzt fragen, was er an dem Teil so toll fand. Weil einige fanden das irgendwie schön. Ich finde es irgendwie gar nicht schön und deswegen muss es weg. Dieser komische Highlighter da. Dann, was auch weg muss aus der Catrice Pulse of Purism LE, wo ich das Tutorial dazu gemacht habe, diese beiden Lidschattenpaletten. Einmal die hier und wo ist die andere? Ich will das nämlich gesammelt alles dann wegmachen. Ja, so. Diese beiden hier, die werde ich auch nie verwenden, das weiß ich jetzt schon, deswegen müssen die weg. Dann aus einer LE, die ist noch gar nicht so lang her, Rival de Lupien, der Chromatic Silver Highlighter. Das sind diese Puder, die es da gegeben hat oder vielleicht sogar teilweise noch gibt, Silber und Gold. Der Silberne ist nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Tester gab es nicht, werde ich nie verwenden, deswegen weg. Dann ein Blush, wir kommen langsam zu Blush, aus einer Alverde LE. Dieses Blush heißt Blumenwiese, ich krieg's leider nicht auf. Ja, Blumenwiese heißt dieses Blush. So sieht es aus. Und ich werde es nicht verwenden. Ich äumel. So. Dann habe ich hier noch eine Smashbox-Palette. Ich glaube, das ist eine Minibox-Palette. Das sind Lidschatten und Bronzer, Blush, Highlighter. Habe ich nie verwendet. Bevor ich sie zerstöre, möchte ich sie gerne weitergeben. Dann hatte ich damals in der P2 Sunshine Goddess LE zugeschlagen, aber irgendwie nie, habe die Sachen dann doch nie benutzt. Da habe ich hier noch folgende Sachen, die ich alle, die mir alle auf die Nerven gehen. Das muss alles weg hier. Das ist einmal ein Bronzing Highlighter in der 020. Ich glaube, den gab es auch noch heller. Ihr seht, bei der Prägung, das Zeug ist alles noch neu. Das ist der Body Bronzer, der mir auf den Keks geht. Und die zwei Blushes, die habe ich auch nie verwendet, aber die sind so schön. Und irgendjemand anderes wird sich drüber freuen. Das ist einmal die Farbe 020 Delicate Peach. Und die andere Farbe ist die 010 Sensual Rose. Dann habe ich hier noch aus der Essence Love & Sound LE ein Blush. Viele mögen das sehr. Sieht auch schön aus. Aber irgendwie nervt es mich. Weiß auch nicht, das muss weg. Dann habe ich hier dieses neue Puder von L'Oreal, das Glam Beige Puder in der Farbe 01 Light. Habe ich zweimal verwendet. Funktioniert für mich nicht. Muss raus. Dann habe ich von Rival de Loup hier noch ein Blush, das ist sogar noch zu. Touch of Glamour, das ist so ein Quattro Blush. Dann habe ich aus der Essence The Beach House LE noch ein Blush aussortiert. Ich glaube, da gab es auch nur dieses eine. Und aus der P2 Beauty Safari LE das Blush in der Farbe 020 Summerly Rush. Das andere hatte ich auch, das hat aber, glaube ich, die liebe Michaela. Dann habe ich von MAC noch zwei Sculpt & Shape Powder. Und zwar war das mal eine LE mit Sculpt & Shape Powdersen, eben, die es im Pro Store zu kaufen gibt als einzelne Produkte. Und aufgrund dieser LE konnte man die dann natürlich überall bekommen. Das sind auch unbenutzte Produkte. Da habe ich einmal die Farbkombi Light Sweep und Shade Star und die Farbkombi Accentuate und Sculpt. Jupp. Da habe ich das dann. Was habe ich noch aussortiert? Ach ja, doch noch einen aus der Sunshine Goddess LE. Das ist dann wahrscheinlich der hellere Bronzing Highlighter. In der 10 muss das dann sein. Genau. Ja. Das ist das. Dann habe ich aus der Essence Fun Fair LE noch ein Blush, das mir auf den Keks ging, in der Farbe 01 Ring Around the Rosy. Ach du liebes bisschen. Und aus der LE habe ich auch noch irgendwo einen Lidschatten, meine ich. Aber wo der jetzt hin verschwunden ist.
Das ist die Frage. Gut, der wird schon wieder auftauchen. Wo ist er denn? Wo ist er? Keine Ahnung. Hier aus der P2 Culture Spirit LE habe ich diesen hier. Das ist mein Backup. Den benutze ich auch ganz gerne in der 40 Virtual Mix. Das ist ein Lidschatten. Das ist so ein gebackenes Produkt. Da kann man auch feucht auftragen. Sieht richtig cool aus. Ja, aber wie gesagt, das ist mein Backup. Also was soll das? Da hinten ist der Funfair LE Lidschatten in der Farbe 03 Plump It Up. Hier ist der. Ja. Der geht auch noch weg. Dann von Rival de Lupiang. Das war mal aus einer LE Rouge und Highlighter. So eine Oriental LE. Ganz cool. Ja. Habe ich auch mit mir gehadert. Aufheben, nicht aufheben. Was soll das Ganze? Das ist mir viel zu hell. Machen wir uns nichts vor. Weg damit. Dann habe ich von Catrice hier noch einen Multicolor Blush. In der Farbe Peach Frappuccino, habe ich auch nie benutzt, habe ich mir mal gekauft damals, weil alle YouTuber das so gehypt haben. Dann von Alterra ein Blush in der Farbe 08 Peachy. Ich habe einfach genug. Dann habe ich hier von Alverde einen Lidschatten in der Farbe 10 Golden Nectar. Ich glaube, das war neulich ein LE-Produkt. Ich dachte, ich könnte den als Highlighter verwenden. Das hat aber nicht funktioniert. Ja, das war das. Dann habe ich aus der Inspired by Light LE von P2 noch drei Lidschatten. Ihr kennt die vielleicht. Das waren so, heißt das Gradation? Wenn die so den Farbverlauf, wenn die so einen Farbverlauf haben. Oh, ich weiß noch, dass ich die damals unbedingt haben wollte. Ich glaube, das ist im Winter sind es bestimmt 3 Jahre gewesen oder 2. Gut, jedenfalls, ja, die schiebe ich auch schon ewig vor mir her. Die müssen weg. Dann habe ich von Givenchy noch einen Bronzer, ein Bronzing Powder in der Farbe 04. Ich benutze den einfach zu selten. Ich habe den 4-5 Mal benutzt. Und ja, komme mit der Farbe irgendwie leider überhaupt nicht zurecht. Ich hoffe, da freut sich wer anderes drüber. Dann habe ich noch von BB, weiß der Teufel, was mich da geritten hat, eine 5 in 1 verschönernde Tagespflege. Ich musste beide Farben nehmen, die eine war mir zu hell, die andere zu dunkel. Ich habe das gemischt, irgendwer hatte das Zeug gelobt, bei mir funktioniert das gar nicht. Also die Dinger, die müssen auch weg. Dann habe ich aus der P2 The Future is Mine LE 3 Lidschatten, von denen ich gerade nur 2 finde. Nee, da ist der dritte. Genau, die 3 Lidschatten hier, da habe ich mich auch bebabbeln lassen von einer YouTuberin, dass das Ganze ja so toll sein soll. Ich verwende sie aber einfach nicht, deswegen adieu. Dann habe ich hier noch von Essence ein Blush aus der, ich weiß nicht was, LE, Rockout LE. Ja, die LE hieß Rockout, wie man sieht. Genau, Blush. Dann von Catrice, auch aus irgendeiner LE, eine Sculpting Powder Palette. Die kennt ihr bestimmt alle. Das ist die wärmere der beiden, die 02 Almond Architect. Die kühlere hat die liebe Annika bei sich. Dann habe ich hier noch ein Backup, weil ich den früher immer verwendet habe, von meinem Max Factor Facefinity Primer. Den, der ist sogar noch verschweißt hier. Den werde ich aber nicht mehr verwenden. Ich habe mittlerweile einfach Primer gefunden, die für mich besser funktionieren oder eben jetzt besser funktionieren. Deswegen verschwendet der hier nur unnötig Platz. Dann hier die Dinger, die gehen mir auch wahnsinnig auf den Keks. Die Essence Creme Lidschatten aus der Glitter in the Air LE. Nervig, das Zeug muss fort. Dann habe ich aus der Urbanized LE von Essence noch Lidschatten. 3 Stück nämlich. Ja, die möchte ich auch nicht mehr haben. Dann, was gibt's hier noch? Ach, der war cool. Ja, das ist, oh, den habe ich auch noch. Der ist so richtig schön aus der Ariba LE von Essence. Die Blushes habe ich damals nicht bekommen oder die haben mich damals noch nicht interessiert. Ach, das ist so ein cooler Lidschatten, den könnte ich eigentlich mal wieder nehmen. Ja, das ist so ein. Ist der zugeklebt? Nee. Ach, jetzt geht er wieder nicht auf.
So sieht der aus. Der ist richtig schön gewesen. Ja, oder ist er immer noch. Ja. Aber, ups, habe ich mir den jetzt hier gerade? Ne, habe ich nicht. Ich werde da nicht zwei von aufbrauchen. Dann von Trended Up noch die Illuminating Fluid and Base Grundierung. Die muss raus. Dann habe ich von Alterra noch ein Quattro Rouge Puder. Das muss auch raus. Ich werde es einfach niemals verwenden. Oder warum sollte ich? Es ist neu. Da gebe ich das lieber ab. Dann habe ich von Alverde noch mein Backup vom Light Bronzer. Also ich habe einmal dieses Ding fast gekillt. Das war noch die alte Formulierung, das ist jetzt die neue. Ja, eben wie gesagt, mein Backup, aber ich nehme es einfach nicht mehr, bevor ich es anbreche. Gebe ich es weiter. Dann habe ich eine Perfect Match Foundation von L'Oreal in der Farbe, schaut selbst, 3R, 3C, Beige Rose. Die geht gar nicht für mich. Ich hatte mir damals zwei Farben gekauft. Bei der einen habe ich schon gemerkt, es geht nicht. Dann brauche ich die gar nicht erst nehmen. Dann habe ich von Makeup Revolution noch einen Strobe Highlighter in der Farbe Moon Glow Lights. Wenn ich es schaffe, mache ich das Ding auch auf. So sieht der aus. Ja, der muss auch weg. Dann von Essence aus der Mary Berry LE hier dieser Highlighter, den die Ella gezeigt hat. Ich glaube, sie hat ihn gezeigt, dass sie ihn nicht anfassen möchte. Ich glaube, sie hat ihn gezeigt. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, der Highlighter da, der muss fort. Dann habe ich hier noch von Max Factor eigentlich zwei von diesen. Ah ja, Moment, da habe ich zwei von diesen Quattros. Gibt es die überhaupt noch zu kaufen? Diese Lidschatten-Dinger da. Ja, da habe ich hier einmal das in der Farbe Opulent Nudes und das andere muss ich mal suchen. Wo ist es hingefallen? Da ist das andere. Das andere ist in der Farbe Sumptuous Golds. Ja, bevor ich meine Pfoten reinfasse, weg damit. Was haben wir hier noch? Hier habe ich noch Lidschatten von Catrice. Sieht auch aus, als wären die aus einer LE gewesen. Aus der Lumination LE. Das ist die Farbe Radiant Rose. Oh, da war ich aber schon mal drin. Das könnte ich ja irgendwie als Unteraugen-Highlighter-Produkt nehmen. Und die andere Farbe heißt Stargazer. Ah, ich glaube, die behalte ich nochmal. Ah ja, die potte ich, die mache ich nochmal raus. So, was habe ich denn noch? Oh, eine Essence Bronzing Babe Palette. Wie sieht die denn aus? Ah, so. Ja, ja, die wäre ganz cool, aber die werde ich nie verwenden. Also, die muss weg. Und aus derselben Reihe damals noch die Natural Nude Palette. Ja, die muss auch gehen. Dann, was haben wir hier noch? Ach, das sind jetzt hier alles noch Lippenstifte. Dann habe ich von Corris noch einen Concealer. Das soll so mega krass decken, aber für mich funktioniert das nicht. Das ist die Farbe 3, glaube ich. Ja, PC03 von Corris, der Pomegranate Concealer. Full Coverage, Long Wearing. Ja, nur leider hat das für mich nicht funktioniert. So, das andere Zeug ist noch irgendwelche Lippenprodukte hier von Freedom Makeup. Noch ein Pro Melts Lip Gloss, nie verwendet, aber auch irgendwie gar keinen Bock drauf. Dann von Alverde dasselbe Spiel aus dieser LE. Viele fanden das Zeug ganz toll. Ich hab's nie verwendet. Hier möchte die auch nicht verwenden. Aus der Alverde. Gut. Ich glaube, ihr kennt die bestimmt. Die müssen auch weg. Ah ja, dann habe ich hier von Rossmann hier noch Lippenstifte, die nicht benutzt sind. Aber da schaue ich dann, wie ich die an den Mann bringen kann. Das lege ich dann irgendwo dazu. Jetzt sieht es hier gerade aus, weil ich die Tüte hier ausgeleert habe. Das war jetzt erstmal so mein erster Rundumschlag. Ich werde mich aber nach und nach noch von weiteren Produkten trennen. Ich filme euch immer noch mal rein in das Chaos. Diese riesen Tüte da ist jetzt voll. Oh mein Gott. Ich verteile das gleich mal auf zwei Tüten, glaube ich. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!